Kannst du, Bruder, über die Fitna zwischen den Arabern und den Türken sprechen? Erstmal nicht den Arabern und den Türken, sondern zwischen einigen Arabern, Syrern und einigen Türken. Okay? Einigen Türken. Das ist erstmal Nummer eins. Es gibt viele arabische Länder. Das, was wir momentan auf den deutschen Straßen sehen, hat mit Syrern zu tun und hat mit einigen Türken zu tun. Okay? Nicht mit den Arabern. Ja, wir haben in Mauretanien, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Sudan, Saudi-Arabien, Bahrain, Jemen, Kuwait, Katar, Emirate, Irak, Syrien, Libanon, Palästina, Araber. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich jetzt das ein oder andere Land vergessen. Bahrain habe ich vielleicht nicht genannt. So, das erstmal dazu. Das heißt, wir haben es mit einigen Syrern zu tun und einigen Türken. Worauf geht dieses ganze Theater zurück? Es geht auf Kayseri zurück, auf eine Tat von einem Syrer und von mir aus einige Syrer, die sich in der Türkei nicht benehmen. Wenn ein Syrer oder einige Syrer sich in der Türkei nicht benehmen, dann müssen diese Syrer zur Verantwortung gezogen werden. Das ist islamisch und das ist logisch. Und wenn dann jemand auf die Idee kommt, mit einem Mob auf Syrer loszugehen, dann handelt er unislamisch gegen den türkischen Staat und töricht. Und ich wundere mich darüber, wie jemand so töricht sein kann, so zu handeln. Aber was mich genauso wundert, ist, wie jemand so töricht sein kann und wegen der Tat von einigen Türken in der Türkei, die so töricht sind und Syrer angreifen, die nichts mit einer Schandtat von einem einzelnen Syrer oder von einigen einzelnen Syrer zu tun haben, die daraufhin Geschäfte angreifen, wie daraufhin Syrer so töricht sein können in Deutschland gegen Türken zu sein. Weil Türken in der Türkei gegen einige Syrer sind, die nichts damit zu tun haben. Wo sind wir eigentlich gelandet? Wir sind wirklich im Irrenhaus gelandet. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und das zeigt, wie weit wir vom islamischen Verständnis entfernt sind. Und dann nennt man sich noch Muslim. Keine lasttragende Seele trägt die Last einer anderen. Wenn ein Syrer ein Verbrechen begeht, beispielsweise Vergewaltigung, Mord etc., muss er dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ist er derjenige, der dafür zur Verantwortung gezogen wird. Das ist islamisch und das ist auch logisch. Nicht der Vater, nicht die Mutter, nicht die Schwester von dem, geschweige denn irgendein anderer Syrer aus seinem Land. Und wenn dann einige Türken daraufhin so töricht sind und daraufhin Syrer angreifen, die mit der Tat nichts zu tun haben, wie kommen dann einige Syrer auf die törichte Idee, Türken anzugreifen oder gegen Türken zu sein, weil einige Türken in der Türkei so töricht sind und einige Syrer angreifen, die mit der Sache nichts zu tun haben? Wie ist der Scheitan überhaupt mit unserem Spielen? Wie ist der Scheitan mit unserem Spielen? Das heißt, wir müssen wirklich bei den Basics anfangen. La taziru waziratun wizra ukhra. Keine lasttragende Seele trägt die Last einer anderen. Und wir müssen uns als eine Umma, als eine Glaubensgemeinschaft fühlen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und einigen Leuten Hirn geben,